Oder der das beste ING hat, wie in Hearthstone immer. Ja. Was also nicht du bist? Nein, was nie ich bin. Das ist korrekt. In keinem Spiel. Ich habe das mittlerweile auch auf andere Spiele ummünzen können. Ich bin immer unglücklich, denke ich. Ja, weißt du, was mir letztens passiert ist in meinem Stream? Ich spiele mit Bomber und spiele noch einen mit Bomber und er geht nur mir ins Face und der andere mit Bomber tötet den eigenen mit Bomber und geht mir nochmal ins Face. Das ist ja schade. Das Ja, hatte ich auch ne? schon. Keine Sorge. Da Deswegen spiele freut ich man Woman Peace sich. Hunter auch schon wieder weniger. Aber ich habe ja Legend mit dem Woman Peace Hunter geschafft. Von daher bin ich jetzt einer. Ich bin ja in die Liga derer aufgestiegen, die es auch mit Face Hunter auf Legend geschafft haben. Und da bin ich Endlich natürlich mal. sehr stolz drauf. Ich meine, meine vorherigen Achievements mit so lappigen Müllklassen wie Warrior, Priester, Druide und Co., Mage, Warlock, das war alles Müll. Aber Das mit dem schafft ja Face jeder, Hunter aber das ich. zu schaffen, ne? Mit dem Ja. Face Hunter das zu schaffen, das braucht ein bisschen mehr. Ja, das schafft halt nicht jeder, das muss man auch eiskalt sagen. Mit Hunter zu töten ist das Schwierigste mit. Absolut. Ich meine, ich musste 99% meiner Matches einfach Face klicken und das musst du erstmal hinkriegen. Nein, Scherz. Face Hunter ist wirklich nicht so leicht, lustigerweise. Nee, das stimmt, vor allem auch Romance Hunter Ich nicht. weiß, das ist echt schwer. Ich habe da mehr Probleme mit als mit meinem Tempo-Match. Spiele ich blind, aber mit dem mehr. So, es geht los! Ja. Es geht los! Auf geht's. Ich hoffe, Radio zu. Ich schaue bei dem Dings zu und sag Knoki wieder. Invite Blix. So. Wir sehen einen Warlock gegen einen Warrior und mein Game ist komplett verbuggt. Wunderschön, wir gehen raus und gehen wieder rein. So mögen wir das. Oh, das wird Ja, wieder ein das ist. Chat-Joke geben, dass ich das gesagt habe. Oh, egal. Ja, auch der Bug. Ich finde das schön. Kommen auch noch keine Karten, was soll denn das? Nochmal neu raus, nochmal neu rein. Geh ich halt nochmal rein und raus. Ich mach's immer schlimmer, ich merk's schon. So. So, Ja, wir jetzt sind haben im wir es endlich Halbfinale. im Best of Kampf. 5. Aliu gegen Knoki. Der Gewinner ist sicher in der Liga, in der es um Milliarden, möchte ich fast sagen, Preise geht. So, und hier ist Ayu, denke ich mal, vorne, weil er spielt Demon Zu. So, wir haben einen Demon Zu gegen einen Warrior. Was ist denn das für ein Warrior, der Knoki? Ich habe mich Control einge. Warrior. Ja, warum ist der vorne? Ich finde, das ist ein ausgeglichenes Matchup. Ich finde Demon Zu stärker in dem Matchup. Ja, ich finde das ungefähr ausgeglichen. Weil Demon Zu einfach mit den Wall-Cornern hast du halt. Es ist so eklig für Warrior, damit klarzukommen meist. Wieso kann Karlsberg mir noch spectaten? Weil Adio ihn noch in der Friendlist hat. Und jetzt spectiert Carlsberg Adio. Sag dir mal lieber, er soll ihn raushauen. Nicht, dass der danach, der ist so mad. Nicht, dass der noch irgendwie was dem Dings Knoki vorsagt oder wie auch immer. Oder das in den Chat postet und so eine Scheiße, dann geht's nämlich richtig los. Die sollten lieber das Spectaten ganz verbieten und nur einladen. Er hat's gemacht. So, wir haben hier die Double Knife Juggler. Ja, Alu jetzt nicht mit dem schönsten Start, den er hier haben kann. Ja, Knife Juggler ist jetzt ein gefundenes Fressen für die Axt. Jo, aber das ist trotzdem okay. Das ist absolut okay. Ja klar, den Knife Juggler da reinzuhauen ist. Eben. Ist Jetzt. okay, du hast sowieso den zweiten auf Oh, der Hand. sehr schön da. Aber auch eine schöne Hand für den. Nein, nein, nicht den Whitecaller spielen, Adio. Lieber den Juggler und den Creeper, genau, das macht er auch. Genau. Weil ohne Demon auf der Hand willst du den Whitecaller gerade gegen einen Krieger, der eigentlich keine richtigen Silences hat, maximal einen. Einige haben eine Ult drin, ich auch, aber die meisten eher weniger. Jetzt kommt das Deathblade, Ja. natürlich eine starke Hand für den Gegner. Ne? Aber das ist halt das, was ich halt meinte. Ich muss das in Demon nachziehen, Das. das ist ganz wichtig. Morgana oder der Doomguard muss Genau. jetzt getopdeckelt werden, das wäre super gut. Das ist auch okay. Das ist durchaus okay. Dann muss er den Defender in die Ja, Mitte aber so ist ein spielen. schöner Lückenfüller hier. Ja, eben, macht gut Damage und das Problem ist, der Krieger hat echt eine gute Hand. Zwei Ja. Waffen bereits, jetzt die beiden Belcher. Execute und Shield Shields, Slam. alles parat Alles parat. erstmal. Kommt der Belcher, wunderschön. Aber da ist natürlich die Antwort mit dem Bane of Doom nicht ganz so fernliegend. Oh, oder geht er? Ja, er muss trotzdem Bane of Doom, glaube ich. Ich frage es aber halt vorher. Power Nee, Over nee, nee, Helm machen, nee, dann Bane nee. of Doom. Ja, er könnte Power Ring aufs Egg machen und dann Bane of Doom, dann würde er den. Ja, das ist besser. Das gefällt mir auch besser. Da Ja. muss er nicht beides höher sein. Das ist Vor allem, da cool. ist gerade die Deathspell gerade abhanden gekommen. Absolut.
Du fühlst jetzt mit dem Eck jetzt sowieso relativ sicher, das ist eigentlich. Ah, das ist ganz okay eigentlich. Es ist okay, es ist nicht überragend, es ist nicht das, was man sehen will unbedingt, aber es ist okay, würde ich sagen. Gucken, ob bei Ich hier denke mal, ein so ein Girlband. Falgard für fünf Mana aufzuwenden, ist doch vollkommen in Ordnung. Ja, du hast ja noch die Ist Zeit-Damage dazu, solide. die musst du ja auch einberechnen, ne? Von daher. Ja. Und der Whirlwind Ich noch? finde Felgard Der einfach ein Execute. solider Drop hier. Absolut okay. Er muss halt langsam in den Demon ziehen. Bester Topdeck wäre, denke ich, Ja. Boom oder eine Doomguard oder eben Mal'Ganis. Das sind alles solide Topdecks. Das geht so. Toll. Zieht nochmal, das macht er richtig. Spielt jetzt den Defender wahrscheinlich nochmal. Ja, sonst spielen. Ja. Nur Creeper ist halt zu schwach Nur Creeper ist zu irgendwie. schwach. Er könnte den Voidcaller, um ein bisschen zu bluffen. Das wäre die zweite Möglichkeit, die er spielt. Wenn er den Defender halten will, finde ich auch nicht schlecht. Ja, macht er. Ist Er lässt ihn akzeptierbar. leben. Er will auf den Damage gehen. Interessant. Gut, er geht nicht davon aus, dass da noch ein Whirlwind oder so steckt. Kann ich verstehen. Mehr Karten kriegt er in der Regel eh nicht raus. Voidcaller überlebt eine Runde. Kann jetzt noch zwei Card Draws, bis er endlich einen Demon findet. Das sollte dann auch eigentlich klappen. Wenn es auch nur ein Impgang-Boss ist oder so, das ist schon okay. Ah, Flame Imp ist nicht so okay. Nicht das Schöne, was man gerade haben möchte aus dem Volkola. Der Sea Dafür ist Giant. es Sea Giant Matt. Ja, kann auch drei Sachen davor spielen, wenn er bockig ist. Er kann Flame Imp, Creeper und Sea Giant spielen. Das geht auf von den Mana, wenn er wirklich übertreiben will. Aber dann hat er natürlich das Problem vom Ich Brawl potenziell. wollte gerade sagen, übertreiben will er bestimmt hier überhaupt nicht. Denke ich auch Und ich nicht. denke mal auch, dass er wenigstens irgendeinen Demon rausbekommen möchte aus dem Voidcaller. Dass es Ja, wenigstens so wenn ein es nur der bisschen Flame Imp ist. tempomäßig ist. Genau, es ist dann also wie so ein Shredder im Endeffekt. Immerhin einen Genau. 3-2er rausbekommen ist okay. Deswegen sollte er den Flame Imp auch nicht spielen, das macht keinen Sinn. Nein, das finde ich auch zu schwach. Da kann Sea er nichts. Giant ist schon genug Pressure. Absolut, denke ich auch. Dann tradet er die beiden rein. Das ist okay. Ja, den Creeper Ja, würde ich den auch Creeper vorher kann noch er auch noch spielen. Ja, spielen. den würde ich vorher definitiv Genau. spielen, aber den Flame Imp nicht. Definitiv nicht. Es ist halt einfach besseres Tempo, was dadurch erzeugt wird. Was macht er da? Das finde ich ja mal richtig seltsam hier. Das war nicht gut gespielt, Mann. Das war. Oh, und da kommt Nein. schon die Ich Strafe. meine, er hat wahrscheinlich einfach Angst vor dem aus dem Siege, also vor Siege zu spielen, wegen anderen möglichen Removals, Nee, aber das muss er machen. der hätte Muss er kommen machen. müssen. Der Sea Giant, der kriegt ihn for free im Endeffekt. Der macht mehr Taunts hier, aber Genau, das ist und nicht das Gute halt ist lohnenswert. immer an Siege ist einfach, wenn dann BH kommt, spielst du irgendwann Boom oder Ah, jetzt Mal'Ganis. kommt halt ein richtig guter Gaddon. Gerden, Aber der ja. Flame Imp kommt raus, da ist viel Damage. Kommt da eine Doomguard und ein Overwhelming Lethal? Ah, okay, er tötet noch. Ja, er tötet den auch noch weg. Er ist trotzdem. Das sind immer noch 5 Damage auf dem Feld, das bedeutet 11. Na ja, gut, er ist out of range. Ist okay, I guess. Aber das ist schlecht gespielt von ADU hier aus meiner Sicht. Da kommt sogar wirklich die Doomguard. Muss jetzt aber den Sea Giant spielen im Endeffekt. Muss erst tabben, dann Sea Giant spielen. Naja. Ja. Okay, Der, Ofo. wenn der eher kommt, ist es unendlich schwer für Knorki das Bot zu handeln. Absolut, ja. Dann würde wirklich nur der Brawl helfen. Ich denke, der Sea Giant muss letzte Runde kommen. Der Defender hat kaum einen Unterschied gemacht eigentlich. Ich denke, das war minimal falsch gespielt vom ADO. Z-Giant ist halt auch einfach das aggressivere Play. Oh, er tradet jetzt auch noch. Überrascht mich, wäre ich vorbeigelaufen wahrscheinlich. Da Ja, kommt ich das glaube nämlich auch. Execute. Immerhin hat er jetzt keinen Trigger, ohne den. Er muss erstmal den Schildblock nutzen wahrscheinlich. Ne, er wird einfach Gromma reinjagen. Hier gegen was? Gegen den Z-Giant? Keine Er hat Ahnung, keinen wenn er sich Trigger. so krass behind fühlt. Nee. Das kann er nicht machen. Er muss hier im Prinzip den Shieldblock spielen. Und hoffen, dass was kommt. So hat er verloren. Das Game ist over. Er kann nicht abarmoren, er kriegt nichts. Ach so, du meinst mit Execute. Ja, okay, Deswegen, das macht ja. Sinn. Okay. Oh, Er stimmt. will den Z-Chain exekuten. Okay. Dafür opfert er Gromash und bleibt halt dafür Ja, finde ich gar nicht so gut schlecht. an Bord. Jetzt im Nachhinein kann man es, glaube ich, machen. Okay. Ich hab das gar nicht richtig so gecheckt. Ich dachte, der spielt ihn einfach so, weil er Spaß dran hat. Ja, Terrorwolf Alpha. Also Direwolf Alpha meine ich. Auch Kann man okay. sehr gut spielen. Und die Doomguard spielt er auch noch Jeden. danach. Ja, muss er Doomguard spielen. Naja, scheiß auf Es die sei denn, das Rolle. brauchst du einfach nicht mehr in dem Matchup jetzt. Naja, er kriegt ja auch nochmal gute 6 Damage aufs Feld. Das ist super gut. Ein 5-7er ist schwer abzuklären. Oha! Oh. Was machst du, Adio? Er ist, glaube ich, an dem Punkt angekommen, wo Oh, das Value Game verliert er wegen overwhelmed dem ist. Play. Ich meine, Gegner hätte jetzt eigentlich abarmen müssen und die Doomguard töten. Stattdessen. Oh, okay. Gegner spielt komisch. Hätte ich lieber die Shield Maiden noch gespielt und nur sicher gegangen wahrscheinlich, aber okay. Aber es ist trotzdem kein Lethal, dadurch, dass er letzte Runde nicht spielt. Dieser Boom-Move ist nur dadurch möglich, dass der Gegner ihm im Prinzip diese Möglichkeit gibt. Er Ja. kann jetzt Egg und Owl und Doomguard, das sind nochmal 6 Damage ins Face, dann ist der Gegner auf 5, das ist nicht schlecht. Die Owl sollte halt vorher spielen, gibt keinen Grund. Ja, wenn er es ja aufhebt, dann muss er es machen. Ja, oder er sagt halt, der Tap ist wichtiger als die Owl, aber ich denke, es ist richtig so, macht jetzt nochmal 6 Damage in die Guschen. Die Owl ist halt auch gut gegen die Boombots.
Sylvanas bringt nicht ganz so viel. Der Shield Slam kann auf jeden Fall die Doomguard rausnehmen. Das ist gut. Ist dann auf 12 HP. Mal gucken, was die eine Bombe macht. Das wird noch interessant zu sehen sein. Oh! Das hätte ich nicht Das ist nicht nützlich. Und die Implosion ist. Geht so nützlich. Muss natürlich auf Boom gemacht werden. Mal gucken, wie hoch sie trifft. Eine 4er wäre Traum. Eine 3er ist okay. Dadurch, dass die Ult das regelt. Ja, und jetzt weiter Face. Der Krieger hat derzeit keine Antwort mehr. Nee, traden darfst du auf keinen Fall mehr. Das ist zu spät dafür. Du bist so ahead, genau. Also, ahead würde ich jetzt nicht sagen. Aber, oh, kein Card War. Das bedeutet, das ist alles, was er machen kann. Da ist nichts wirklich Starkes auf dem Feld. Spielt im Prinzip wahrscheinlich Sylvanas und Armor ab noch, ja. Genau. Ist aber schon nah am Lethal. Overwhelming gewinnt, oder? Ja, 5 und 4 gewinnt. Overwhelming gewinnt, Doomguard gewinnt. Mal'Ganis gewinnt auch. Overwhelming gewinnt, GG. Oh, nice. Da waren einige sehr fragwürdige Plays vom Adio dabei. Am Ende geht sich's aus, aber das hätte er besser spielen müssen, sage ich fast. Naja, er nimmt halt die aggressiven Plays nicht und setzt den Gegner damit unter Druck, wo er ihn quasi zum schlechten Turns zwingt. Ja, auch wenn du den Siegern eventuell verlierst, muss man überlegen, das, was er aufwenden muss dafür und das restliche Mana. Das ist halt so viel Druck. Egal, Adio hat gewonnen. Der Sieger hat immer recht. Von daher hat er perfekt gespielt. So einfach. So ist es. So ist das. Genau wie im Fußball, wenn du hier die ganze Zeit, der Gegner hat 100 Chancen, macht keine rein und du hast dann 1-0 am Ende, ne? So ist das. So ist das. Von daher hat er recht. Ich grüße mal kurz Jost an dieser Stelle, weil gerade schon wieder ausrastet wegen mit Bonbon. Weil ich habe mich mal Jost in der Ladder gesniped und meine beiden Bomber haben seine beiden Shades getötet. Der Ärmste. Oh, das tut mir aber leid. Mir überhaupt nicht. So, jetzt mal Warrior gegen Warrior. Wird Control vs. Control sein. Wenn Sie, was ist deine Einschätzung bei Warrior gegen Warrior? Wer gewinnt da meistens? Der Warrior. Da bin ich mir sehr sicher. Also der Warrior gewinnt meistens. Doch, doch. War das falsch? Wenn du mir so eine Vorlage gibst, das tut mir so leid. Nein, es kommt drauf an. Es gibt zwei Spielstile. Entweder du hast die Early-Sachen und kannst Early-Pressure aufbauen. Das ist ganz hilfreich, weil dann kommt der Gegner nie in diese Sachen, wo er große Shield-Slams mit viel Value machen kann. Haben aber beide nicht so eine Hand. Beide haben keine Echo-Lights, beide haben keine Armor-Smiths, beide haben keine Taskmaster. Von daher wird das ein ewig langes Matchup wahrscheinlich. Ich bin immer jemand, der das Matchup ziemlich temporeich spielt. Wo ich sage, hey, keine Ahnung, ich würde jetzt auch zum Beispiel, hier würde ich schon eine War-X-Equipment und ihm in die Fresse geben. Damit er gar nicht auf die Idee kommt, hier groß aufzubauen. Ich spiele das sehr, sehr aggressiv im Vergleich, weil ich dem Gegner keine Armor geben möchte. Ja. Ja. Er kann aber auch so machen und nächste Runde einfach Deathbite equippen, dann hat er auch die 4 Armor weg und hat sich die War-X gespart. Das ist schon okay. Aber hier ist zum Beispiel für mich 100% sicher, dass ich Deathbite equippen würde und Face gehen würde. Das ist ja, 1000%. Gerade nächste Runde Coin, Belcher oder was auch immer. Genau, gegen sowas willst du halt die Deathbite getriggert haben. Genau. Finde ich fragwürdig. Er will halt Armor abbauen. Er valued die Armor höher, dass er selbst viel Armor hat, obwohl er keinen Shield Slam hat bisher. Finde ich fragwürdig, aber ist okay. Hauptsache er haut die Armor weg. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil des Games. Eventuell mal einfach nur sagen, hier, pass auf, ich habe eventuell den Shield Slam, wenn du irgendwas ausspielst. Ja, absolut. Gegner könnte hier jetzt Coin into Harrison, macht aber keinen Sinn. Du willst keine War-X weg haben. Nee, definitiv. Wartest also lieber. Ja, jetzt kommt hier der Belcher. Gut, er haut weiter auf dem Face rum. Genau. Nein, willst du auch gar nicht. Du willst die Armor weg haben. Du willst die Shield Slams nicht zugünstig haben. Du hast halt Deathbite in der Hand. Das noch dazu, ne? Genau. Jetzt kommt halt trotzdem der Shield Slam, da konnte er nicht viel gegen machen, außer er hat das Deathbite gespielt. Ist okay, im Endeffekt ein Removal für einen Belcher zu kriegen, ist immer eine gute Sache in dem Matchup aus meiner Sicht. Ist wirklich kein Desaster. Doch meistens, meine Meinung ist halt, ja, der die meisten Removals für Midgame-Minions verschwendet quasi oder aufbraucht, verliert meistens das Matchup, meiner Meinung nach. Ja, außer er selbst kann gleichzeitig Pressure aufbauen, was hier jetzt nicht der Fall ist. Hier muss zum Beispiel die Shieldmaiden gespielt werden. Das wäre ein ziemlich sicherer zweiter Removal, den er kriegt dafür. Da hätte er die Shieldmaiden spielen müssen. Jetzt wird er zu langsam, der Adio, ein bisschen. Baut zwar Armor ab ohne Ende, aber einen Shieldblock würde ich zum Beispiel immer halten eigentlich, um dann mit Shield Slam die Armor selbst zu haben. Ja, das ist eigentlich so die beste Kombo, die du hast. Weil jetzt verliert er das Feld. Er hat das Feld gerade verloren im Endeffekt. Er kann zwar nächste Runde Shield Slam und Shield Maiden spielen, das ist cool. Das heißt, das, was kommt, kriegt er auch tot.
Was willst du eigentlich so nicht machen? Die Shield Maiden hätte viel, viel mehr Value gehabt im letzten Turn aus meiner Sicht. Knocki mit meiner Ansicht nach auch mit der besseren Hand. Das hat sich gerade genau jetzt geändert. Jetzt hat nämlich der gute alte Adio die beste Hand. Taurissan auf eine volle Hand ist mega gut. Ja, wird auch kommen. Das ist mehr wert als jeder Alexstrasza auf der Hand. Ja, traut er sich den einfach zu spielen? Der ist sich, glaube ich, unsicher mit dem Turn, was er machen will. Emperor muss kommen. Ja, die Frage ist eher, ob der Shield Slam auch kommen soll. Das ist eher die Frage. Ich hätte ihn, glaube ich, sogar eher gespart, weil er wird eher auch ziemlich sicher reintraden. Oder... Ja, es ist so eine fragwürdige Sache. Was ist, wenn er auch noch einen Shield Slam hat oder so und dann hat er einen Shredder und einen Belcher und einen Shield Mage stehen, dann hast du keine Antwort mehr. Ein bisschen hässlich. Aber der Shield Mage, den eigentlich dadurch, dass er 0 kostet, danach hättest du ihn auch nächste Runde machen können, hättest hoffen können, dass er eh reintradet. So hast du halt die kleine Chance gehabt, dass der Gegner das machen muss. Damit verliert er eine Menge Tempo. Von daher denke ich, durchaus gut gespielt. Kann man so machen. Die Hand ist jetzt günstig, aber macht halt nicht so viel. Oh, jetzt macht sie viel. Und jetzt, schwerer Move, dadurch, dass das Deathbite da ist. Er muss es auf jeden Fall wegziehen. Das ist klar. Das bedeutet entweder Shieldman oder Lordhub spielen. Ich denke, Shieldman ist besser. Und, Waffe equippen und Face gehen schon mal. Du hast genau, deswegen finde ich Shieldman besser, weil sie einfach besser in die Kurve reinfittet. Ja, ja, absolut. Und über Lordhub später mehr machen kann als eine Shieldman. Genau. Das ist schon okay. Jetzt mal gucken, ob hier Alexstrasza rausgecoint wird. Das ist durchaus ein solider Move, aber der würde Knoki ziemlich töten. Ja, kommt lieber der Harrison, kann ich verstehen. Jetzt wiederum die Frage, ob... Ich könnte mir gut vorstellen, wenn das alles war... Oh, der BDH ist auch noch da. Das ist schlecht. Das ist ein super Top-Deck für Knoki hier. Gegen die Alex. Ich denke, wir werden jetzt Alex und Execute sehen. Oder er spielt es ein bisschen langsamer. Dann spielt er das zweite Deathbite und Loatap. Das ist auch möglich. Dann hat er halt mehr auf dem Feld für nächste Runde und kann gleich richtig, richtig runterhauen. Entscheidet sich fürs Execute und Alex, wie es aussieht. Bin kein Freund davon, Alex so aufs Feld zu legen eigentlich, wenn man eine andere Möglichkeit hat. Weil er mit Loatap und Deathbite halt viel mehr Pressure für die nächste Runde aufbauen würde. Dann hätte er sogar... Du weißt auch, schöner ist, wenn du ein Board hast und dann erst Alexstrasza hast, weil es halt mehr Damage ist einfach. Genau, genau. Es ist halt sofort, der Gegner ist auf 5 HP da runter oder so. Das ist halt cooler. Der BGH ist natürlich die perfekte Antwort und was Adio das Problem hat, ist, dass er langsam out of Cards geht. Wohingegen Knoki irgendwie machen kann, was er bockig ist. Hat Boom, hat alles. Oh. Not that bad. Kann auch das Feld komplett abklären mit dem Move. Ja. Mit dem Deathbite. Auch machen, aber er wastet halt jede Runde 2 Karten und hat nicht mehr viel. Er muss jetzt langsam in die Acolytes ziehen. Nächste Runde ein Acolyte wäre halt traumhaft, dann hat er 3 Karten. Knoki ist zwar langsamer insgesamt, aber hat halt einfach die besseren Optionen jeden Turn. Ja. Auch jetzt Worldwide Execute sieht mir relativ gut aus, zusammen mit Boom. Das ist der normalste Move jetzt. Er muss Get-On wegkriegen. Ansonsten ist er in Range von Quamash Kill. Das heißt, Gaddon muss auf jeden Fall sterben. Oder er spielt einen Sludge Belcher, aber das sieht mir nicht so gut aus. Die Frage ist halt, wie safe er das jetzt spielen möchte. Ich meine, wenn du einfach nur wirklich Whirlwind spielst, Execute und den Boom, das ist schon sehr stark. Das ist schon das ist gut genug. Das ist eigentlich gut genug gegen einen Krieger, der nur noch 3 Karten hat. Adio ist hier definitiv behind. Ja, auch wenn man es auf den ersten Blick meistens halt nicht so denkt, dass man behind ist, weil er hat das Board, er hat 3 HP, er hat 11 Armor, aber... Ja, aber er ist behind. Die Karten muss man ja einfach hoch genug valuen. Er entscheidet sich noch für noch mehr Card Wars. Der gute Knoki sagt, boom, nee, lieber noch mehr Card Wars. Nein, mit der Belcher gekommen. Ja, oder kommt noch der Belcher dazu. Der Belcher kommt. Ja, der Belcher kommt dazu, dadurch kriegt er halt... Ne, okay. Dadurch hätte er halt noch einen extra Card War auf den Acolyte bekommen, eigentlich gar nicht so dumm. Ja, und dadurch, dass er so viel gespielt hat, der gute Adio, geht er jetzt halt einfach out of options. Das war komplett. Ja, definitiv. Jetzt spielt er alles und versucht zu overwhelmen, aber ich weiß nicht, ob das klappen wird. Er muss den Acolyte jetzt auch stehen lassen. Mhm. Da ist noch ein Execute. Boah. Schwer, sehr, sehr schwer. Wenn er da reingeht, spielt er halt nur gegen das Execute gerade. What now? Aber ich weiß, also ich hätte den Belcher sehr wahrscheinlich trotzdem gespielt, auch wenn da die Deathspite ready ist. Ja, definitiv. Einfach weil der extra Card War garantiert ist und. Ja. Das ist schon okay. Da kriegt man eventuell sogar einfach 3 Card Wars raus, wegen dem Whirlwind. Ja. Insgesamt. Und dann hast du eigentlich das Maximum Value bekommen. Jo, absolut.
sehe hier Knoki doch deutlich im Lead mittlerweile. Er entwickelt sich halt immer schlechter. Auch das ist wieder ein super Move für ihn. Nochmal Karten gezogen. Waffe angelegt. Easy Trade. Den zweiten Execute nicht nutzen müssen. Er ist immer noch genug Mana für Alex. Für Isara oder Belcher. Mit Isara meine ich Sylvanas. Entscheidet sich jetzt für den Belcher. Umso unverständlicher, dass er es nicht letzte Runde gemacht hat. Ja. Quamash, hat immer noch ein Execute auf der Hand, ne? Hat er doch hier richtig gut. Ja, aber Quamash bringt hier überhaupt nichts für Adio. Naja, es geht, er kommt halt durch, ne? Es sind 10 Damage Phase. Er kommt halt durch mit dem Taskmaster zusammen. Und er kriegt einiges an Armor. Und er hat im Prinzip immer noch eine Antwort, so ansatzweise mit dem Brawl, falls er zurückklickt einmal. Aber er braucht halt langsam die Card Wars einfach. Ohne Card Wars wird das nicht gut ausgehen, ne? Nee, nee, das ist gut. Mein Herz war immer in den Brawl, um wieder zurückzukommen irgendwie, aber... Naja, das bringt aber nichts, wenn du nichts mehr hast. Ja, das ist halt... Er ist halt in dem Modus, wo er topdeckt und das ist halt einfach schlecht. Jetzt kommt Alex aufs eigene Face, denke ich sogar vielleicht. Nee, das ist eigentlich... Das darfst du nicht machen. Kommt Shield Maiden. Ja, genau. Shield Maiden ist safe. Maiden ist super safe. Ich auch gegen Ragnar ist safe. Ja. Das ist der Acolyte, den du jetzt nicht spielen kannst. Eigentlich. Kriegt halt maximal einen Card vor. Das Game ist over. Also. Sieht lustig aus, weil der Gegner ist auf 12 HP und Adio ist auf 50, aber das Game ist over. Ja. Also Adio hat das Game einfach verloren. Da wird er nicht mehr zurückkommen. Jetzt wäre vielleicht Top-Deck selber eine Iserva ziemlich gut gewesen für Adio. Ja. Wenn er Iserva spielt. Genau. Aber auch dagegen. Das ist nicht mehr gewinnbar eigentlich. Egal was passiert, weil er auf alles eine ansatzweise brauchbare Antwort hat. Und das Game, ich sage mal, dauert noch maximal vielleicht 5 Runden und dann hat Knoki gewonnen und die gesamte Armor weggehauen. Viel mehr wird's nicht sein. Na, wird ja erst brawlen, dann Shield Slam. Selbst überlebt eine Bombe. Das überlebt eine Bombe. Naja, 50%. Er wird einfach nur mit Shieldback-Karten ziehen. Noch eine War Axe, die sollte er. Das ist halt so. Genau. Er geht halt nur noch Face. Muss ich auch ins Face gehauen. Aber das Ding ist halt, er hat, das war seine letzte Waffe, er hat schon eine War Axe und beide Deathspites weg. Bedeutet, er kann auch nicht fluten oder so und immer weiter Damage machen. Er hat einfach, der Krieger hat nichts anderes mehr. Ich weiß nicht, er spielt wahrscheinlich ohne Ragnaros. Ragnaros wäre vielleicht noch so ein kleines Ort. Aber. Ich hab gesagt, ich finde Azera ziemlich stark, wenn er es hinbekommt. Ja, aber weil... da spielt der Gegner Sylvanas gegen und. Das hilft ja nichts. Ja, klar, hilft nicht, aber das ist halt so der Moment. Das ist halt wahrscheinlich auch mit die beste Karte, die er kriegen kann. Der Gegner hat halt sogar die Balls jetzt einfach sich selbst zu hoch zu armern oder einfach sagt, ach, keine Ahnung, dann bin ich eh safe, der hat so wenig Karten. Guck mal, nicht mal die schlechtesten Move, die er jetzt hier, der Top-Deck nicht mal schlecht, aber durch die begrenzten Anzahlen an Optionen. Ja, würdest du jetzt erstmal die Bombe weghauen noch? Nein, natürlich nicht. Bevor du die Shield Maiden spielst? Ja, keine Ahnung. Aus meiner Sicht, ich hätte schon surrendered, von daher. Ich wäre schon längst raus aus dem Game. Ich sehe keine Win-Condition. Naja, in Turnieren tust du ja never surrendern. Was? Das hat mir noch keiner gesagt, ich surrender da ständig. Wurde mir wieder nicht mitgeteilt, deswegen crash ich die auch wegen immer. Wegen ist der Enclaves nicht immer Erster. Ja, aber meistens. So, zack, da kommt Azera und. Adio kann halt einfach nichts mehr machen. Adio ist jetzt mittlerweile so weit hinten, dass er einfach nur noch top deckt und hoffen muss. Ja, aber das Ding ist ja, deswegen würde ich auch so ändern, es gibt nichts zu hoffen. Also, es gibt nichts zu hoffen. Da ist keine Hoffnung. Knoki ist halt wieder einfach auf 21 HP. Adio hat zwar noch unglaublich viel Rüstung, aber es bringt halt nichts. Ja. Dir bringt deine Life-Ressource bringt dir halt an dem Punkt nichts. Das bringt dann was, wenn beide nur noch 2 Karten auf der Hand haben und im Fatigue sind. Aber an dem Punkt, der Krieger kann einfach so viel austeilen. Ich meine, es ist auch. Es sind immer noch 25 HP, es ist schön, aber es ist nichts wert. Das ist jetzt einfach, was wir hier sehen, ist einfach ein langsamer und sehr qualvoller Tod für Adio. Was aber schon seit ungefähr 5, 6 Runden feststeht. Wo er einfach verloren hat im Endeffekt, dadurch, dass er zu wenig Card Force Early hatte und seine gesamten Whirlwind-Effects nicht mit den Acolytes, so wie es Knoki machen konnte, zu Value machen konnte. Und dass Knoki halt auch die gesamten günstigen Executes und Shield Slams inklusive BGH sehr früh hatte und damit die gesamten Moves einfach viel günstiger negiert hat und ohne so viel Karten aufzuwenden.
Und jetzt geht genau das los. Das war fast schon klar. Und jetzt geht's halt komplett außer Kontrolle. Da ist sogar Ragnaros wirklich im Deck. Guck's dir an. Aber auch der wird nicht viel ändern. kann jetzt von der Glückert Quamash treffen damit. Oder er selber. Ich würde schon lieber Quamash treffen. In dem Moment. Weiß ich nicht. Oh ja, immer drüber. Weil Ragnaros dann so eventuell überleben könnte. Aber mit Nightmare interessiert das eigentlich auch nicht. Du könntest sogar einfach Azera spielen und ihn stealen. Du spielst Sylvanas Awakening und stealst Ragnaros auch noch, machst noch mehr Damage, wenn du bockig bist. Das musst du aber nicht machen. Du kannst es machen, du hast 10 Millionen Möglichkeiten. Von daher, du musst es nicht machen, du kannst es machen. Hätte ich jetzt wahrscheinlich auch gemacht, weil einfach. Weil es cool aussieht. Zurück. Ja, es sieht cool aus, einfach machst 8 Damage zurück, du hast einen Ragnaros. Absolut. Du hast die letzte wichtige Karte von Alio geklaut in dem Moment. Also, Alio ist jetzt wirklich definitiv. Also er topdeckt echt gut und er zieht das Ganze damit länger in die Länge und Länge und Länge, aber es ändert halt alles nichts. Es ist so schwer für ihn noch zu gewinnen, vor allem wenn du überlegst, wie viele Karten Isera da. Ein langsamer und qualvoller Tod, wie gesagt. Immerhin kämpft er wie ein Berserker. Einfach mal Geddon. You burn! Ach, zweiten Armorswurf auch noch. Ein bisschen Armor schadet ja nicht. Och, geht. War das nicht ein Error? Ich fand das cool. Passt doch. Hätte ich auch gemacht, da. Er wiped halt sein ganzes Feld in der nächsten Runde. Das ist vielleicht der eine Nachteil. So ist es ja nicht. Sehr geil. Jetzt will er den executen. Alio topdeckt halt schon wieder. Ja, will er den executen? Nee, eigentlich nicht. Macht der nächste Runde, wenn überhaupt. Aber wenn der Gegner einfach zurücktreamt, dann ist er selber wieder voll HP da. Geht doch, oder? Ja. Geht doch auf eigenes, nicht wie ein Sepp. Oder er spielt einfach mal Isera nochmal aus, Dream. Ja, hab ich ja gesagt. Dream auf eigener Isera und wieder aufs Feld und dann auslachen. Lustige ist, dass Knoki nur noch 2 Karten im Deck hat. Und noch eins davon ist noch ein Shieldblock und die anderen sind fast nur noch Teamkarten auf seiner Hand. Nochmal enger geworden, als ich dachte sogar. Ja, weil Adi gut getopdeckt hat, bezüglich. Das Ding ist, wenn er den Move mit dem Dream nicht sieht, kann er wirklich noch verlieren. Er hat noch 2 Card Force auf der Hand, die er nicht will. Die Hand ist eigentlich nicht mehr viel wert. Wenn er den Dream Move nicht sieht und sagt, oh, dann wird nächste Runde einfach Gaddon executed und dann sieht es gar nicht mehr so toll aus. Aber ja, er sieht aber das. Er sieht. Oh, Dream Gaddon ist. Nein, oh nein, 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 nein. Achso, er will Isera überleben lassen, aber das ist trotzdem nicht so clever. Das ist schlecht. Man muss dann einfach Isera und das ist doch viel, viel besser. Na gut, er will den Trail spielen, noch mehr Damage machen. Ja, aber du machst halt trotzdem die zweite. Jetzt kommt der zweite Brawl. Und dann kommt das Comeback von Alio, den ich schon seit 5 Runden, ach, seit 10 Runden mittlerweile, glaube ich, abgeschrieben habe. Da kommt nochmal Dream aus Isera. Oh, der Taskmaster, der ist nicht, was man sehen will, glaube ich. Noch ein Stream. Jetzt tust du endlich den Death. Von wegen, man surrendert nicht in Turnieren. Da lache ich ja drüber. Der Alio lacht da auch drüber. 1:1. Knoki gleicht aus. Der langsame und qualvolle Tod hat endlich ein Ende gefunden. Für uns und alle endlich. Überraschung, er ist im Tod geendet. Wer hätte das gedacht? Und Überraschung, der Warrior hat gewonnen. Ich hatte mit meiner Einschätzung von vorher in dem Spiel absolut recht. Ich hätte es dir gegönnt, dass du nicht recht hast, aber ja, da muss ich meinen Hut ziehen. Absolut, das sind halt auch Erfahrungswerte, die man da einfach gesammelt hat. Und da wusste ich einfach. Wer hätte es gedacht? Warrior vs. Warrior hat der Warrior gewonnen. Unglaublich. Enclaze ist einfach so schlau. Ich weiß, es ist. Kann man nicht anders sagen. Boah, kein Wunder. Boah, dass ich so gut bin. Es verwundert nur wenig. So, 1:1 steht's. Noch 3 Spiele maximal in diesem Best of 5. Ich gehe mir kurz eine Raubtierbrause holen. Bin dann gleich wieder da. Du kommentierst kurz alleine. Tu es! Ja, sofern dir was passieren würde. Tu es! Ja! Oh, es geht los. Wunderbar. Jetzt bin ich eigentlich mal den Paladin bei Knoki. Und ich ahnte es, es ist der Akro-Paladin.
das, was ich schon vorhin meinte, sehr interessant, mal ein Akro-Deck, also so ein richtig intensives Akro-Deck in ein Turnier mit reinzunehmen. Ja, und das sieht echt gut aus für Knoki. Vor allem bei der Hand von Adio. Also, ich glaube, es hat Adio schon mit der Hand instant verloren. Ja, das sind halt zwei Master. Das Einzige, was er Adio zurückbringen kann, sind halt die Lightning Storms, wenn er zwei spielt. Aber das ist schon vorbei, das Match ist schon gelaufen. Willkommen zurück, Herr Inglaze. So, und da bin ich auch schon wieder. Ich Ne? glaube, Adio hat jetzt schon verloren. Adio hat schon verloren, das ist doch eine super Nachricht für Adio. Und das unterstütze ich zu 1000%, das Game ist komplett over. Das wird ein Desaster. Ja. Hat Adio hat halt keinerlei. nur den Spider-Tank auf der Hand und sonst halt den Rest, wie du siehst. Das ist vorbei für Adio. Tja, it's eSports, meine Freunde der Sonne. Und ja, der hilft ihm jetzt auch nicht so viel. Er Immerhin. spielt zwar einen Lightning Storm, aber es bringt halt nichts, ne? Die Divine-Sheets bleiben am Leben oder Ja. liegen da ewig rum. Du musst halt so viel wasten dafür, das wegzubekommen. Ja, das finde ich gut, dass er den weghaut. Jetzt muss wenigstens einiges in den erneuert von getradet werden. Und der Dings. Ich denke, wir werden jetzt den zweiten Squire, den Leaper Gnome und eine Hero Ability sehen. Definitiv. Intrusive willst du halt ins Face unterbringen und nirgendwo anders hin. Genau. Naja, vielleicht mit dem Lightning Storm doch noch ein Comeback möglich, wer weiß das schon. Aber er hat ja das zweite Master in der Hinterhand. Ja, Das ist ich halt auch weiß. so. Schlecht. Das ist immer das Schlimme, wenn du gegen Akkopala spielst. Du machst den ersten Board Clear und dann kommt einfach das Master und er lacht dich eiskalt aus. Ja. War mir jetzt nicht wirklich, was er sehen will. Auch off-curve ohne Ende. Nächste Runde auch nichts Gescheites zu tun. Das hat Adio einfach mit der Starthand verloren. Wenn er halt wenigstens irgendwas Ist Early Game generell ein Wichtiges schweres Matchup mit reinzieht. Max Sherman. Ja. Das ist kein schönes Matchup. Ich verliere. Ich habe, glaube ich, noch nicht einmal gewonnen mit meinem Max Sherman. Das war ein richtig Ja, hässliches Müll-Matchup. Und das der spielt sogar Problem mit ist der halt, Ranging Wrath, das ist noch viel schlimmer. Das Game ist schon zu Ende, ja. Da muss man nicht du drüber kannst reden. halt nicht immer so viel nachtraden, wie du da aufs Board knallen. Das funktioniert halt leider nicht. Ja. Und wenn du so wenig Taunts spielst, kannst du aber halt auch nicht nur stur ins Face gehen. Das ist halt ganz, ganz Ich glaube, eklig. Dings überlegt gerade, ob er vielleicht sogar den True Silver jetzt schon equipped. Aber er geht einfach vor dem zweiten Master. Weiß ja, dass der Gegner offenbar keinen Lightning Storm hat. Die Chance, Wenn dass er jetzt, getoppt wird, ist also, gering. wenn, ja, wenn Adio das jetzt top deckt, sieht es wieder okay aus. Jetzt ist Ende. So, Ranging Das Wrath, nächste war's. Runde Das alleine finished kann er so schon. rendern, das kommt er niemals wieder rein. Ja. Immerhin einen wunderschönen 10-10er Feral Fell Reaver. Reaver. Was will man mehr? Der Gegner so lululululul. Wenn er darauf noch einen Windfury bekommt, für zwei Mana und Crackle Face macht. Und dann ist Liefel und Knoki lacht sich kaputt und denkt sich, oh mein Gott, was ist passiert? Wie konnte das denn noch passieren? Wie konnte das denn nur passieren? Halt sich nochmal ein bisschen hoch, gibt noch ein Divine Shield aufs Feld. Ich hasse Ebuladine übrigens. Ich habe ihn heute mal wieder gespielt. Ich spiele ihn auf NA. Weil ich auf NA ja nicht so viele Karten Oh, habe. da Und ist der ich muss Lightning sagen, NA Storm spielt. geburnt! Was sad. Nicht, dass es was ausmachen würde, aber. Ja. Aber Akkupaladin spielt sich sehr smooth, wenn man das so sagen möchte. Er spielt sich halt einfach runter. Und er Ich spielt sich. hasse Also ich ihn. muss sagen, ja, er spielt sich ultra einfach. Ja, das glaube ich Er auch. spielt sich richtig einfach runter. Sogar noch, er spielt sich so angenehm. Du musst nicht viel Aber überlegen. Adio, das war ein Ja, kurzes das Gastspiel in Turn 3, in den Spiel 3 hier. Verliert mit dem Kaman komplett gegen den Zapala. ist. Was willst du machen? Die Hand war unendlich schlecht von Adio. Er startet mit dem Spider-Tank und sonst nichts. Da bist du einfach zu langsam. Und dir fehlt einfach der gute AOE. Oder Taunts, vor allem mit Mech-Shaman. Musste wieder mit dem Chat interagieren. Mr. Ich sehe Summerbreeze schon wieder. fragt, warum wir so von uns eingenommen wären. Hab ich geschrieben, weil wir die Besten sind. So sieht's aus. Eben. Einfache Frage, einfache Antwort. So läuft das hier. Hätte man sich doch denken können. Aber absolut. So, wie siehst du hier die Chancen von Mech-Shaman? Schlecht, wenn er ohne Akazan spielt. Nicht sehr gut. Geht. Ja. Deswegen spielst du ja immer Kesan. Weil du sie magst, die Ich Karte. spiele überall Kesan, ja. Meistens. Kesan ist überall drin.
auch immer Max-Schamer an. Kesan gewinnt einfach mehr Spiele, als sie verliert in der Regel, von daher. Ja, vor allem, wenn man wieder viel Midrange-Hunter sieht und Mages, ist Kesan sowieso eine Karte, die man reintacken muss, meiner Meinung nach. Mhm. In jedes Deck. Ja. Und fast jedes zumindest. Die ist halt einfach unendlich wichtig. Für einige Matchups halt. Ja. Viele Leute. Warte, ja, und Adrian hat schon wieder keine so schöne Hand. Das geht, jetzt finde ich, entwickelt sie sich richtig. Das Problem ja, ist halt, Fellweaver ist halt so schlecht wegen Freeze, Mate. Das ist, du wirst zu Tode gefreezt und hast keine Karten mehr. GG. Und der, den er hat schon die Frost Nova als auch den Blizzard. Das heißt, er kann locker. Und die Coin hat er auch noch wahrscheinlich, wenn es losgeht. Wenn alles normal läuft. Und dann kann er einfach. Also, ich prognostiziere mal ein Lose an Fatigue Damage gegen für Adio. Sag euch das. Ich glaube, Adio weiß auch hier, dass er den Fellweaver wahrscheinlich gar nicht spielen sollte. Wenn er ihn überhaupt spielt, niemals. Wenn er die nächste Runde spielt, hat er das Game verloren. Jetzt ist der dritte Freestar. Ja. Wird immer schöner. Also er kann in drei Turns in Folge freezen. Plus Coin und so weiter. Die gesamten Karten sind einfach weg. Wenn der Fall aufs Feld kommt, ist das Game verloren. Sofort. Definitiv. Damit wäre Knoki im Finale. Aber das sollte man eigentlich wissen, wenn man Max-Shamane spielt, dass ja, man gegen Freeze-Mage. Aber du weißt auch, dass du schnell sein musst. Na, aber er hat immer die Antwort. Er hätte den Spider-Tank und einen Earthshock. Oder hätte ein Neutron into Hero Ability into Earthshock, oder er macht einfach gar nichts. Das geht auch. Wartet auf den Earthshock, wartet wahrscheinlich auf den Dings. Ja, klar, willst du auf den Doomsayer warten? Ja. Naja, gut, er hat ihn jetzt schon relativ low. Das ist die gute Nachricht. Er hat ihn schon relativ low. Wird jetzt halt für immer gefreezed wahrscheinlich. Das ist eine traurige Nachricht. Ja, aber er gehört an sich relativ. Was bräuchte er denn Doomhammer? Doomhammer ja. Topdeck wäre Boss. Der würde konstant so viel Damage machen, dass er vielleicht eine Chance hat. Ist nicht das Topdeck, was er wollte. Wenn man halt überlegt, das Board wäre nicht gefreezed, das Phantom Totem kommt, das wäre schon so gut gewesen für Adio. Ja, absolut. Ja, er kann Ferrio nicht spielen. Ich würde ihn gerne sehen, einfach um zu beweisen, wie lustig es wird. Nicht, dass ich will, dass Adio verliert, aber es wäre unendlich witzig, das zu sehen. Für Fellweaver. Ich zitiere nochmal Reynard, 4GVG Expansion. Die beste Karte der Expansion ist das Unstable Portal. Die zweite Karte, für Fellweaver. Ich so, what the fuck, willst du verarschen? Hat sich jemand in einem Deck durchgesetzt, der Max-Shaman. Immerhin. Das ist halt wirklich ein High-Risk-Card. Aber wenn sie halt ins Face gehen kann, ist sie halt unendlich stark. Ja, sie ist halt gegen einige Klassen einfach so schlecht. Gegen Freeze Mage ist sie unendlich schlecht. Aber gegen Mage im Ganzen eigentlich. Sie ist unglaublich schlecht gegen Druide und gegen Rogue, weil die so viele Spells und Karten in einem Turn raushauen können, dass du einfach gar keine Karten mehr danach hast. Ja, aber gegen Druide finde ich es gar nicht so schlecht, den Fellweaver. Es geht, es kommt drauf an. Wenn die Inner Raids noch da sind, wird's richtig bitter. Dann klar, aber kann richtig wenn du keine werden. Antwort drauf hast auf diesen Fellweaver, dann sieht es sowieso bitter aus. Immer. Noch dazu in der Meta, wo jeder mit BGH spielt, ist er halt eh nie länger als einmal auf dem Platz, sondern als ein Turn. Wenn die BGH finden, die mein Deck, wenn ich ihn brauche? Jetzt könnte er fast den Fellweaver spielen, den Flamestack zu protecten. Das finde ich gut. Den finde ich richtig gut, den Move. Jetzt finde ich ihn gut. Die Frost, zwei Freezes sind raus, er weiß, da sind maximal noch zwei Freezes drin. Okay, er hat noch zwei auf der Hand. Aber wenn er die aufwenden will, er könnte jetzt Flamestrike Coin into... Oh mein Gott, das wird böse. Flamestrike Coin into Icelands und nächste Runde nochmal Frostbolten und mit anderen Sachen kombinieren, dann ist das Game zu Ende. Ja, er gewinnt sogar hier. Knoki muss halt überlegen, ob er hier gewinnt, indem er ihn downburstet oder ob er ihn in die Fatigue kriegt und dann in konstant Damage darüber drückt. Jetzt, wo das Ding da ist, wird er ihn einfach runterhauen. Da kommt der Flamestrike, da kommt die Coin, da kommt die Icelands und dann kommt nächste Runde nochmal ein Frostbolt, dann ist das Ding immer noch nicht tot. Das Gute, was Adio machen kann, ist, er kann die nächste Runde silencen. Earthshock geht auf eigene Minions. Das ist die richtig gute Nachricht an der ganzen Sache. Das heißt, er verliert nur 9 Karten. Ich glaube, deswegen hat er auch den Earthshock gehalten. Der Earthshock kann das Game hier nochmal entscheiden. Ja, er verliert jetzt 9 Karten, das ist nicht so tragisch. Wie viel hat er danach noch? Doomhammer ist weg. Oh, ist der Doomhammer ist schade. Sabomatic ist egal, Lightning Storm ist egal, Crackle ist schade, Mortem ist scheiße. Crackle, oh Gott, er hat so viele schöne Sachen verloren. Oh mein Gott. Oh mein Gott! Er hat einfach fast allen Damage verloren, den er hatte in dem Deck. Aber der Earthshock kommt aufs eigene Ding jetzt. Damit macht er immerhin 10 Damage die Runde. So mit dem Flametank, wenn er spielen will, was er wahrscheinlich tun wird. Kann man machen. Immerhin. Ja, es sind aber ganz wichtige Karten gerade verloren gegangen für Adio. Ja, leider. Der Doomhammer war halt einfach unendlich wichtig. Ja, das ist das Problem gewesen, leider. Ein bisschen zu... Ich glaube, das Flametown darfst du nicht spielen, übrigens. Oh mein Gott, er haut einfach alles raus. Er weiß, dass er den Doomhammer nicht hat. Er kriegt also das Rockbiter eh nie besser ins Ziel.
Er hat noch einen Willing Diplomatic, aber ob der jemals noch kommen wird. Und vor allem, ob der überlebt. Das ist eher die Frage. Ja. Er hat halt beide Crackles verloren und den Doomhammer und eine Rockbiter. Das ist so bitter. Ich meine, er verliert nur 9 Karten und das sind basically fast alle Damage-Karten, die du brauchst in dem Matchup. Nicht alles, dass er noch eine Kesa in dem Deck spielt, die auch noch weg wäre. Ja, und der Lowtap ist halt auch weg, was auch so eine Lower-Tap ist richtige auch Karte weg, ist. ja. Es ist wirklich alles weg, was andersweise cool ist in dem Matchup. Das ist bitter, ohne Ende. Alles, was dir hilft, das ist halt. Das ist echt schade. Ja, das Game ist einfach verloren. Das wird er nicht zurückholen. Kann ich mir nicht vorstellen. Er kriegt jetzt den Doomsayer immerhin tot, das ist die gute Nachricht. Aber er macht halt wieder keinen Damage. Der Gegner hat immerhin nicht mehr ganz so viel Boardgame, muss das vielleicht einige seiner. Aber er hat halt noch die zweite Ice Barrier, er hat genug Zeit. Gute Nachricht, Adio ist noch auf 30 HP. Adex Roger ist noch nicht nahe. Da kommt ein Talnos. Und Anton? Anton und die Icelands? Eigentlich riskant, wenn ich ehrlich bin. Kann man aber machen vielleicht. Ich glaube, er muss eher den Fireball und die Ice Barrier spielen. Oder Mach ich Fireball auch. Acolyte, ja. Mercator ist besser. Halt echt nicht viel Damage auf dem Feld, leider nur 5. Sieht viel mehr aus, als es ist. Das Flametongue ist halt scheiße positioniert jetzt sozusagen. Das konnte er vorher nicht wissen. Ja, ich hätte auch den Magwarp von Anfang an nach links gespielt. Weil die Totems Powermace ist sowieso mal nach rechts schön. aufbauen. Powermace ist richtig schön. Er macht nochmal konstanten Damage. Er muss ihn halt so low bringen, aber dadurch, dass er die beiden Crackles verloren hat, kriegt er halt auch nicht mit Spell Damage den Finisher hin später. Das ist so schade. Er kann auch nicht an der Ice Barrier vorbei auf Dauer. Das ist echt schäbig. Ich glaube, er wird mit dem Heal Totem reintraden. Das Ja. hat sich dann eh wieder voll und dann geht's face mit den anderen 5 Damage. Aber da ist der zweite Blizzard gezogen worden, was auch wieder ein Desaster ist. Er hat fast genug Damage, um ihn in Dings zu bringen übrigens, mit dem Flame, mit dem Spellpower-Ding. Fast, nicht ganz. 6, 9, er ist 3 Damage off Ice Block Trigger. Das wäre natürlich hilfreich gewesen. Ah, Healbot kommt auch Ah, rein. der Healbot. Ah, Schön. er hat halt einfach die wichtigsten Karten verloren, die er braucht. Leider, Überhaupt ja. irgendwie reinzukommen. Ich meine, die Hand von Priestmage ist jetzt auch nicht so, wo du sagst, dass sie jetzt wirklich Bombe ist. Ja. Wenn der Doomhammer wenigstens nicht weg wäre, oder der Loa-Tap, oder eins der beiden Crackles, wenn irgendwas davon wenigstens geblieben wäre, es ist halt wirklich gar nichts geblieben, So, außer Traurigkeit. extra Damage, den du halt einfach brauchst. Wenn er das Ding Totem rausbekommt, kann er den Iceblock triggern, das ist die gute Nachricht für Adio. Wenn er das Spellpower Totem oder einen Drachen oder so findet. Bei einem Power Mace hätte er konstanten Damage, aber die Seite Ice Barrier versiebt das halt und der Healbot sowieso. Never lucky. Wird nichts mehr für Adio. Das ist echt schade. Da kam der Fellweaver und es sind halt wirklich die wichtigsten Karten davon flöten gegangen. Jetzt weiß das auch Adio, dass es zu Ende ist. Ja, und zwar mit noch die Ice Barrier dazu. Ja. Da Aber kommt er nicht mehr Adio. dran vorbei. Nee, das wird nichts mehr. Da ist zu viel weggekommen. Aber Adio hat immerhin noch die Chance im Spiel im Finale um den dritten Platz, sich das Ticket für die Liga zu sichern. Und darum geht es ja eigentlich. Von daher, ganz Genau. raus ist er noch nicht. Er hat es immerhin ins Halbfinale geschafft. Ich gucke mir mal kurz den Tree an. Ich muss hier gar nicht mehr groß. Du kommentierst mal kurz weiter. Ja, also hier gibt es nicht mehr Kommentiere, so wie viel er zu sagen. stirbt. Das Spiel ist halt vorbei. Du sollst kommentieren, wie er stirbt! Tu es! So. Das Gut. zweite Finale übrigens, das zweite Halbfinale ist Alpha gegen Zempex, wo Zempex schon 2-0 führt. Sehr, sehr interessant. Ich kenne beide nicht. Jetzt kommt das Spellpower-Totem. Wieder zu spät. Der arme Adio. Es tut mir echt leid, ihn da so sterben zu sehen. Knoki hat natürlich Ach, da wirklich ein kam jetzt alles richtig gerade. starkes Turnier-Deck in seinen Games zusammengebastelt da. Das sind schon ziemlich gute Turnierdecks alles. Ah, ist der zweite Fellweaver, der ist immerhin nicht weg. Nice. Super gut. Immerhin hat er noch den Fellweaver. Immerhin kämpft er noch. Sein 14 HP. Ja, bei 14 HP, da sind noch drei Karten, also vier Karten ab dann. Sagen, dass Knoki halt so ein bisschen. Er geht auf den Monster Seppomatic. Ja, was hat Knoki immer so ein bisschen das Problem hat die ganze Zeit über? Er hat halt keinen Kapler. Müssen nicht die wichtigen Karten bekommen, so richtig. Und den Damage halt.
Oder für alles andere, was er braucht. Ich bin ja der König im Conceden. Auch das Spiel hätte ich schon wieder vor einer halben Stunde conceded ungefähr. Ja, das ist wohl nicht mehr gewinnbar. Nö, schon lange nicht mehr, leider. Also nicht leider, sondern... Das also war leider in Sachen Spannung. Aber da geht Adio raus. Adio sagt, nix ist mehr zu machen, ich bin weg. Und Eifer hat gerade was 1:2 gegen Sampax das geholt. Wir warten jetzt natürlich, weil wir müssen ein bisschen warten. Es wird eine kleine Wartezeit jetzt geben. Sorry, Zuschauer. Aber dafür gehen wir danach ins Finale um den dritten Platz und danach ins Finale. Das Finale muss dann warten. Ich kann Knucki schon mal schreiben. Ja, aber es sah für Adio okay aus, aber dann halt einfach mit dem Fell Reaver und den gebürsten Karten war es einfach vorbei. Also die Karten, die er verloren hat, waren einfach zu wichtig. Ja, absolut.